Hallihallo. Heute möchte ich gerne ein weiteres Brot vorstellen. Und zwar ist das im Original das Buttermilchbrot mit Leinsamen aus einem Finessenrezeptheft. Und ich habe das aber etwas abgewandelt, weil das Originalrezept reines Weizenmehl beinhaltet und ich aber auch gerne mit Dinkelmehl und Roggenmehl arbeite. Ja, mache ich da ja eine Mischung aus Weizen, Roggen und Dinkelmehl. Außerdem brauchen wir noch frische Backhefe, Leinsamen, Buttermilch natürlich, Salz und Zucker und etwas Wasser. Wir fangen auch mal direkt an. Und zwar nehme ich mir erstmal 130 Gramm Dinkel, den ich mir auch Dinkelkörner, die ich mir selber mahle. Und zwar 30 Sekunden auf Stufe 10. Immer wieder gerne und habe dann schön mein Dinkelvollkornmehl. Dann nehme ich, weil ich keine Roggenkörner habe, Roggenmehl dazu mit 120 Gramm. Und außerdem noch 250 Gramm Weizenmehl, was ich mir normalerweise auch selber schroten würde, aber ich habe im Moment keine Körner da, deswegen nehme ich fertiges Mehl. So, dann brauchen wir 50 Gramm Leinsamen, 300 Gramm zimmerwarme Buttermilch, 1 Würfel Backhefe. Außerdem brauchen wir 1,5 Teelöffel Salz, 1,5 Teelöffel Zucker und 100 Gramm Wasser. So, dann haben wir alles drin und kneten das Ganze auf der Knetstufe für 3 Minuten. So, ich habe währenddessen schon mal eine Kastenform gefettet und ja, so ein bisschen mit Haferflocken ausgestreut und jetzt haben wir hier unseren Teig und können ihn in die Form geben. Das Schöne ist, wenn ich etwas zähere Teige habe, dann nehme ich nämlich ganz gerne noch, jetzt habe ich hier nämlich noch ein bisschen was drin, die Turbofunktion des Thermomix. So dass mir der Teig, den ich da jetzt noch drin habe, ein bisschen an die Wände geschleudert wird. Und zwar wähle ich dann hier, wo die Teigknetstufe ist, ist auch die Turbo-Taste. Kann dann einstellen 0,5, 1 oder 2 Sekunden Turbo. Ich nehme jetzt mal 2 Sekunden. Einmal den Wahlkreishebel betätigen. So. Dann wird mir das schön an den Rand geschleudert, sodass ich das dann wieder besser entnehmen kann. Ja, das Brot bzw. der Teig, der muss gleich noch 30 Minuten an einem warmen Ort gehen und dann backen wir den bei ja, ca. 165 bis 180 Grad Umluft für 40 Minuten. So, ich bestreue den dann noch mit ein paar, wo habe ich da, Haferflocken und lasse ihn erstmal für 30 Minuten gehen.
So, mein Brot ist jetzt fertig und ich hole es einfach mal aus dem Ofen. Da ist es. Ja, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie einfach meinen Kanal. Besuchen Sie mich auf meiner Homepage kinderleichtkochen.com oder auf Facebook. Wenn Sie da meinen Namen Sandra Backwinkel eingeben, kommen Sie auch auf meine Facebook-Seite. Ich würde mich sehr freuen. Bis hoffentlich bald. Ihre Sandra Backwinkel.